Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Ja, erstmal wollte ich euch gerne Bescheid geben, für die, die auch kein Facebook haben. Also Balu war gestern beim Tierarzt und er hat eine Spritze gekriegt. Und am Donnerstag müssen wir nochmal mit ihm hin. Da wird dann das Herz untersucht und der Blutdruck geprüft. Also da muss nochmal geschaut werden, genau. Aber ihm geht es im Moment total gut und da sind wir total froh drüber. Ja, die Ilonka ist jetzt gerade in Narkose. Da wird ja jetzt diese Zahnsanierung gemacht. Und ja, da hoffen wir jetzt auch, dass das alles gut geht. Genau. Und ja, ich möchte mich auf diesem Wege auch nochmal bei euch allen bedanken für eure Käufe. Viele von euch haben auch noch mal einen Betrag oben drauf gesetzt. Und wir sind hier, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist unglaublich, was passiert ist. Und ihr seid einfach so toll. Und ich habe so viel Tränen vergossen, auch vor Rührung. Als ich gesehen habe, was ihr auch teilweise überwiesen habt. Und ja, ihr habt uns damit wirklich richtig, richtig toll geholfen. Wir können jetzt die Zahn-OP bezahlen und auch Balus weitere Untersuchung bezahlen. Und das ist ja total wichtig auch. Und ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Im Namen unserem ganzen Zoo und auch im Namen von Joe, und wir sind unendlich dankbar dafür, und das wollte ich euch nochmal sagen, ihr seid einfach so klasse. Ich hätte mir das nie träumen lassen, als ich diese Kanäle eröffnet habe, dass das mal in diese Richtung geht. Ich habe auch schon Freundschaften geschlossen mit einigen von euch, und ja, es ist einfach toll. Es ist einfach, einfach toll. Genau, und dafür würde ich nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank sagen. So, als Dankeschön habe ich auch jetzt mich dafür entschieden, in meinem Schmuckalbum bis auf weiteres 10% zu geben. Das heißt, wenn ihr da nochmal ein kleines Geschenk sucht oder euch auch selber mal was Gutes tun wollt, dann schaut mal hier in die Facebook-Gruppe, in unser Schmuckalbum. Da sind so, so tolle Teile drin. Ich kriege die leider nicht so richtig über die Kamera rüber, aber alle haben mir bis jetzt bestätigt, die bei mir schon Schmuck gekauft haben, dass er in Natura viel, viel schöner aussieht. Also da sind ja immer denn die Lampen, unser Fenster ist immer in diesen Bildern mit drinne, und ich kriege das auch nicht anders hin. Vielleicht bin ich da auch einfach zu laienhaft, was die Fotografie anbelangt. Aber ihr könnt sicher sein, in Natura sehen die Sachen noch viel schöner aus. Ein paar habe ich jetzt hier liegen, die wollte ich euch mal zeigen. Also die Sachen kosten fast durch die Bank weg, bis auf ein paar wenige Teile, immer 12 Euro. Und davon dürft ihr euch dann 10% abziehen. Das heißt also, so ein Anhänger mit einer Kette und einer Geschenkbox kostet dann 10,80 Euro. Das ist fast das Material, was ich dafür bezahlt habe. Aber ich möchte das einfach für euch als Dankeschön machen. So, da hier ist zum Beispiel so ein ganz, ganz toller Anhänger. Da ist eine kurze Kette, 22 cm einfach gemessen. Einfach gemessen heißt, dass die eine doppelte Länge hat, also 44 cm einmal so im Hals rum. Die sitzt richtig schön, auch gerade jetzt im Sommer, wenn man einen Ausschnitt hat. Genau, das ist einmal die. Die habe ich dann auch nochmal mit so einem Grünstein. Das ist ja Tigerauge. Ne, damit habe ich dann nochmal so in Grün gearbeitet. Und hier ist nochmal so ein hoher Stein. Der ist auch so ein bisschen marmoriert. Das kann man jetzt leider nicht sehen. Sieht total schön aus. So, dann habe ich hier nochmal, und das finde ich auch total mega cool. Ich muss mal gucken, das kommt gar nicht so rüber. Naja, ich, wie gesagt, also es ist ganz schwierig, das so in die Kamera zu halten, dass da nicht diese Lichtblitze drin sind. Da ist ein Leder Kette bei,
Und die ist auch verstellbar. Die ist also ohne Verstellung 24 cm einfach gemessen. Und dann könnt ihr euch die noch größer verstellen. Das ist die süße Katze hier. Dann habe ich noch diese süße Katze hier. Sind nur einige Teile. Es sind ganz, ganz viele Sachen drin. Dann ist hier diese tolle Eule. Und hier ist eine Kette drin, 35, 36 cm einfach gemessen. Das ist eben halt eine Kette, die man lang trägt. Also über ein T-Shirt drüber zum Beispiel. Dann habe ich hier mal auch so ein richtig schönes Rosenmuster. Das ist auch total toll, gerade so im Sommer zu tragen. Und das sind Edelstahlanhänger, also braucht ihr keine Angst haben. Und das sieht so toll aus. Guckt euch das mal an. Das sind zwei Eisbären, die sich umarmen. Und ja, das finde ich so richtig, richtig toll. Ja, und diese Rohlinge, die kaufe ich hier alle ein. Und ja, ist schon fast der Preis, was nur dieser Rohling kostet. Aber genau, ich möchte einfach Danke sagen an euch. Und deswegen mache ich das bis auf Weiteres. Hier, das ist auch ein sehr schönes Motiv. So ein bisschen Glitzer ist auch drinne mit so einem Vogel und einem Vogelnest. Und dann habe ich auch diese Ketten drinne und die sind auch richtig, richtig schön. Das ist Leder, Band und ja, die habe ich mir selber auch ein paar gemacht. Die tragen sich total gut und dieses Lederband könnt ihr richtig hoch verstellen. Also ihr könnt sie kurz tragen, ihr könnt sie aber auch lang tragen. Und das ist auch ein ganz tolles Motiv. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist so ein Baum. Ich würde sagen, beinahe so ein bisschen mystisch in diese Richtung. Sieht richtig, richtig toll aus. Und davon habe ich ganz viele mit richtig, richtig schönen Motiven gemacht. So, das war jetzt erstmal Eigenwerbung auch. Und wie gesagt, schaut in die Facebook-Gruppe. Und wer jetzt kein Facebook hat und irgendeine Kette von hier aus leiden mochte, der schreibt mich doch bitte per Mail an oder ruft einmal auf der Telefonnummer kurz durch. Dann kann ich gucken, ob sie noch da ist. Und dann könnt ihr auch ein Schmuckstück bekommen, ohne dass ihr jetzt Facebook habt. So, jetzt kommen wir zur Entschuldigung. Ich muss mal einmal. So, da bin ich wieder. Da war doch tatsächlich ein Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Das ist meine Kamera schräg. So, ich glaube, so ist besser. Genau, dann kommt jetzt der Action Haul. Und ich habe wieder zwei von diesen Kisten mitgenommen. Da will ich die nächsten Temo-Sachen rein tun. Die sind auch schon da. Da gucke ich, dass ich demnächst auch einen Haul mache. Ich habe jetzt auch eine Anfrage mit Kooperation laufen. Also ich möchte mit Temu gerne in Kooperation gehen. Und genau, da werdet ihr dann auch noch so einiges sehen. Und das will ich da so ein bisschen drauf da rein haben. Ja, die Deckel brauche ich gar nicht. Aber die Deckel sind natürlich auch richtig schön, um vielleicht Stempelfarbe rauf zu machen und aufzunehmen. Ne? Oder für Kleber und dann aufzunehmen. Kleber kann man nachher so wieder abreißen. Das geht ganz gut. Also diese Deckel werde ich dann auch benutzen. Dann habe ich einmal wieder doppelseitiges Klebeband mitgenommen. Gab es nur eine von. So, ich habe das auch alles hier schon ein bisschen länger liegen. Deswegen ist gar nicht mehr alles drin in der Kiste. Ich hatte nämlich noch die Eisbecher mitgenommen. Oh, die sind so süß. Sieht aus wie so eine Waffel. Ich kann mal gucken, ob ich gleich noch mal einen hole davon. Den haben wir nämlich die ganze Zeit schon in Benutzung. So, dann machen wir das mal auf. Und ich fand die eigentlich ganz schön, weil die so ein bisschen größer sind. Wobei ich mich jetzt hier gerade ein bisschen wundere. Sorry. Wieso die denn ein Loch haben? Also hier ist das Eis ist dann drinne und dann hat das Eis ja ein Loch. Ach so, das ist deswegen, damit man das hier raufstellen kann. Ja, das ist ein bisschen komisch.
Aber wie gesagt, ich will mal gucken, so ein bisschen Eis selber machen und zwar einfach so ein bisschen mit Früchten und dann habe ich Creme fein liegen, 7%. Und das mal so ein bisschen aufschlagen und dann da rein und mal gucken, ob das schmeckt. Da wollen wir jedenfalls mal Eis machen. So, dann habe ich mir noch mal dieses mitgenommen und das ist doppelseitiges Klebeband. Und das ist jetzt so eine Art Papier. Das ist gar nicht das, was ich hatte, glaube ich. Ich muss mal gucken. Doch, das ist das. Genau, das ist das. Und zwar, wenn ich Alben mache, dann will ich dieses Klebeband benutzen, um die Pappen zusammenzukleben. Dafür habe ich das mitgenommen. So. Dann habe ich noch eine einzige habe ich noch gefunden, natürlich auch für Temo. Und dann habe ich mal dieses mitgenommen. Das ist hier so eine Glaskaraffe. Fand ich auch total cool. Und zwar, weil ich immer im Sommer mache ich mir ja immer entweder Ingwer ins Wasser rein oder ich mache Zitrone ins Wasser rein. Und dann kann ich das ausgießen und die Zitrone bleibt hier drinne und ich habe nicht die Zitrone bei mir im Becher drinne. Und ja, weil das klasse ist, fand ich das natürlich total schön. So, und jetzt schreit der Akku, dann werde ich erstmal den Akku wechseln. So, das sind diese Eisbecher. Die finde ich total klasse. Dazu gab es dann diesen Löffel, um das Eis aufzunehmen aus dem Behälter. Und dann auch diesen Eislöffel. Wobei wir andere Löffel nehmen, diesen Eislöffel. Ich glaube, da isst sich das nicht so gut von. Aber die fand ich total süß. Und da gab es 4 Stück von. Und ja, die sind jetzt bei uns immer ständig im Gebrauch. So. Dann habe ich noch wieder Schmucksteine mitgenommen. Zweimal wieder. Das waren die einzigen beiden, die da waren, weil die brauche ich immer ganz viel. Wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos guckt. Ach so, nee, grün habe ich auch noch mitbekommen. Grün war auch noch da. So, und dann habe ich hier mal anständige Radiergummis mitgenommen. Ich mache ja nachmittags auch immer noch Hausaufgabenhilfe. Bei meinem Großneffen und tja, wie das so ist, der ist 12 und ja, da ist das nicht so mit den Sachen aufbewahren und mit gut umgehen und ja, und jedes Mal hat er dann nicht wirklich einen Radiergummi. So, und da habe ich jetzt erstmal 4 Stück gekauft und dann kriegt er immer nach und nach eins. Ich hoffe, die halten ein bisschen, bis sie alle weg sind. Aber man kennt, weiß das ja von sich selber auch. Genau, dann habe ich noch mal 2 von den Blöcken gekriegt hier. Das ist ja das neue Transparentpapier. Ich gehe da so einmal durch. Ist immer dreifach drin, obwohl dieser kommt mir irgendwie älter vor. Oder wahrscheinlich, weil ähnliche Motive wieder da sind. Das fand ich ja richtig cool mit diesen Elefanten und dem Tiger hier. So, das ist immer dreimal da, dann ist noch mal grün, dann ist noch mal richtig bunt, aber da wird sich eine Verwendung für finden. Dann grau und das ist auch mega. Das finde ich auch mega. So, dann noch mal grün und noch mal grün, bunt mit Affen und Rosé. Genau, das war der eine Block. Und der andere Block war dieser hier. Und den fand ich auch sehr schön mit den Blumen. Das finde ich ja richtig schön hier. Dann rosa, gelb. Den Rosen, blau und das ist auch toll. Das ist auch toll. Und zwar werde ich euch da gleich mal zeigen, was daran so toll ist. Mache dann noch mal kurz weiter. Hier ist noch mal Orange, dann noch mal, ich weiß gar nicht, wie die heißen hier die Blumen und dann noch mal sowas. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken.
dass ich mal kurz eine Karte irgendwie kriege. Am besten hier eigentlich eine weiße. So, die habe ich hier. Genau. Wenn ihr jetzt so eine weiße Grundkarte nimmt und das dann darüber setzt, hier hinten, dann mache ich euch eine Karte. Hier hinten einfach kurz einnähen oder ein Band rund machen, geht natürlich auch. Und dann hier vorne brauchen nur noch zwei Schmetterlinge rauf und hier vielleicht das Schild herzlichen Glückwunsch oder was ihr auch immer machen wollt. Das ist edel. Das ist edel. Also so eine Papiere, die so sind, das ist richtig toll, das zu machen. Ich packe das mal hier oben hin, damit das gar nicht in die Versenkung geht. So. Dann habe ich auch noch einen von den neuen Blöcken gekriegt. Und zwar dieser Magic. Ups. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Dann packe ich das mal kurz zur Seite hier. So, dann geht das nämlich. So, da sind jetzt so, ja, ich würde mal sagen, Schmetterlinge sollen es sein, Libellen. Dann hier natürlich Richtung Esoterik. Hier Clap Your Hands, wollte ich gerade sagen. Oder offene Hände. Ja, also das fand ich auch toll hier mit den Meerestieren. Das ist ja sowieso alles so meins. Blau sowieso. Das ist eins meiner Lieblingsfarben. Genau, das finde ich auch total schön. Hier auch mit der... Hier ist so eine Katze im Mond drinne. Total cool. Kann man schön ausschneiden. Und ja, scheint gar nicht doppelt drinne zu sein. Aber ihr habt das ja bestimmt schon auf anderen Kanälen gesehen. So, dann hier nochmal jede Menge Sonnekarten. Mal gucken, ob die Katze hier auch nochmal wieder bei ist. Scheint nicht so. So, genau. Ja, absolut traumhafte Papiere. Ja, jetzt kommt es nochmal die andere Seite zu sehen. Ja, also ich bin begeistert. Barney sitzt wieder bei Joe und guckt, der sitzt immer hinter Joe auf dem Drucker und guckt genau, was Joe macht. Das ist so süß und kommentiert das auch. Mach das ja richtig, Schatze. Du weißt, du hast einen Aufpasser da. Oberaufsicht, genau. So, dann kann das immer wieder hier hin. So, dann habe ich noch mitgenommen und zwar den Krakulelen-Medium. Und damit bin ich schon gespannt. Ich werde das euch zeigen, wie das funktioniert. Und ich bin schon gespannt, wie gut der ist. So, dann habe ich noch mal mitgenommen, das wollte ich mal ausprobieren, Knoblauchöl. Wir essen ja gerne Knoblauch oder ich. Oh, das ist in der Plastikflasche, das mag ich ja gar nicht so gerne. Habe ich gar nicht mehr gekriegt, dass das Plastik ist. Okay. Dann habe ich mir noch mal eine Backmatte mitgenommen und die will ich tatsächlich zum Backen haben. Die anderen habe ich ja immer alles benutzt hier zum Basteln auch. Und die will ich aber haben, um Brotteig und sowas zu machen. Und dass ich das nicht so auf unserer Arbeitsfläche machen muss. So, mal gucken, wie wir das hier alles hinkriegen. So, dann kommt auch schon das letzte Teil und zwar eine Seifenablage. Wir haben ja bei uns im Badezimmer viel so in Schwarz und also Schwarz-Weiß ist unser Badezimmer und die durfte auch mit. So, ihr Lieben, das war mein Action-Haul, der schon ein bisschen länger liegt, aber ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch gewesen und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle einen super tollen Tag. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao!